Wenn du einen großen, schweren Hund hast, so ein Molosser-Typ, und der dich angeht, dann macht das Leben einfach gar keinen Spaß mehr. Es ist nicht schön, mit ihm rauszugehen. Es ist nicht schön, vielleicht auch andere zu treffen, wenn er dann in die Leine reinballert. Wir haben heute wieder so eine Geschichte: Anja und Balu. Ja, der gute Balu ist ein Rotti-Dogo-Canario-Mix, 4 Jahre, ist seit Welpenalter ja bei seiner Familie und ist jetzt auch kastriert. Und die Geschichte wollen wir euch heute erzählen. Die gute Anja und ihr Balu sind aus Norwegen, tatsächlich. Also nicht aus Deutschland, sondern ja, von einem anderen Land. Und wir wollen euch heute wieder die Geschichte erzählen. Und wir beginnen jetzt einfach. Ja, ich bin die Anja, ich habe Balu, der wird im November 4, ist jetzt kastriert. Mix aus Rottweiler und Dogo Canario. Leben jetzt in Norwegen, da haben wir den Hund auch gekauft, wir haben ihn seit Welpe an. Was waren eure Probleme im Alltag vor unserem Coaching? Ja, wie man halt eben so ist, wir haben alles falsch gemacht, von zu viel Freiheit bis über Hundekontakt, also mit Hunden laufen, ohne dass man eigentlich Einfluss hatte und auch keine Ruhezone zu Hause. Und dadurch hatten wir eben viel Probleme. Also er hat alles angebellt, von Menschen zu Joggern, Autos, Hunde, mal so, mal so. Menschen geht gar nicht, da hat er am meisten Probleme mit. Ja, und natürlich auch, dass er mich, also um seine, nenne ich Frustrationen eben, ja, zu polarisieren. Oder zumindest hat er mich dann eben angegangen und ist dann immer auf mich und hat mir in Hände gezwickt und ja. Ganz typische Fehler, dem Hund einfach viel Freiheit ermöglichen, viel Hundekontakte ermöglichen, weil er soll ja irgendwie gut sozialisiert sein und so weiter. Das ist ja kein Einzelfall. Sowas sehen wir permanent und immer wieder, dass man den Hund einfach viel ermöglicht. Ja, von Anfang an ohne Leine laufen lässt, alles durchgehen lässt, mit Hunde spielen lässt. Und dann entwickeln sich so nach der Pubertät, wenn so Testosteron eine Rolle spielt, wenn die Rassemerkmale so ein bisschen durchkommen, fangen so die Probleme an. Bei Balu war das ganz genauso. Er fing dann an, Menschen anzubellen, die komisch zu finden. Er fing an, die Anja quasi in stressigen Situationen, wenn Energie und so reinkommt, zu attackieren, anzuspringen. Wie so, ich nenne das immer so, als Punching Ball zu benutzen. Hier lasse ich meinen Druck ab. Ja, Autos, andere Tiere, alles war irgendwie ein Thema. Warum ist das so? Weil wir hier vielleicht auch ein bisschen so die Rassemerkmale verstehen müssen. Ein Rottweiler, Dogo Canario, zählt zu den Molossern und das sind nun mal Wach- und Schutzhunde, die einfach dahingehend auch gezüchtet wurden, um aufzupassen, um es ganz simpel zu sagen. Und ihr müsst jetzt verstehen, wenn ich einen Welpen, ja, bis in die Pubertät rein, Freiheit ermögliche, spiel mit wem du möchtest, lauf wohin du möchtest, beweg dich frei wohin du möchtest, im Haus, im Garten, überall, wird der Welpe bis hin zur Junghundphase, bis hin zum Erwachsenenalter, also durch die ganze Pubertät durch, ganz, ganz viele Entscheidungen treffen und merken, dass er sich frei bewegen darf und Entscheidungen treffen darf. Was zum Anfang noch ganz lustig aussieht, wird, umso älter der Hund wird, immer problematischer. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Das war natürlich überhaupt kein schönes Gefühl, gerade weil man auch weiß, man kriegt irgendwann mal einen ausgewachsenen Hund mit 50 Kilo, worüber man keine Kontrolle hat. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Und gerade eben auch, was denn eben andere denken, ach, der ist aggressiv, du hast keine Kontrolle. Das ist natürlich halt eben auch sehr unangenehm. Welche Erfahrungen habt ihr vorher in Hundeschulen oder bei anderen Hundetrainern gemacht? Ja, wir hatten einen anderen Hundetrainer da oben aufgesucht. Also wir haben natürlich halt ganz normalen Welpekurs belegt, was natürlich ein bisschen verschoben war aufgrund von Corona, weil das war natürlich auch sowas. Wir haben ihn im Januar bekommen, im März hat Corona angefangen, also eben auch wenig Sozialisierung. Wie gesagt, wir hatten dann einen Welpekurs. Haben da teilgenommen, da war eigentlich noch alles okay. Und dann gingen halt eben so die Probleme los, wie ihr sagt, dass er im Freilauf dann eben mich attackiert hat und. Haben Hundetrainer aufgesucht, wo wir dann halt eben auch einfach bloß Managementmaßnahmen, also viel Leckerlis, den Hund ablenken und. Und ich wollte aber gerne einen Hundetrainer oder jemanden finden, der eben schon guckt, okay, wo liegen denn grundsätzlich die Probleme und nicht bloß eben irgendwelche Managementmaßnahmen. Weil jetzt haben wir auch wirklich dieses Fundament, also Ruhezone, Aufmerksamkeit. Das ist genau das, was ich sozusagen eben wollte. Ja. Ja, wenn man sich dann Hilfe sucht, weil man merkt,
dass man das irgendwie nicht mehr richtig kontrollieren kann und dann auf Hundeschulen Hundetrainer trifft, die natürlich über Ablenkungsstrategien arbeiten oder über Managementmaßnahmen, dann bringt das am Ende jetzt auch nicht ganz so viel, weil man nicht tatsächlich die Ursache löst. Was nützt es mir denn, wenn mein Hund im Kopf verankert hat, ich halte fremde Menschen von meinem Rudel fern und ich versuche jetzt über Futter das irgendwie umzulenken oder schön zu gestalten. Während mein Hund aber 24/7 spürt, ich schmeiße hier den Laden, ich passe hier auf alles auf, ich kümmere mich hier um Räume, ich kümmere mich hier um Entscheidungen, dann macht es einfach 0,0 Sinn, an Managementmaßnahmen oder Ablenkungsstrategien festzuhalten. Das müsst ihr mal unbedingt verstehen. Die Strategien sind nicht falsch. Nur muss man die Ursache herauskriegen und drumherum bauen und auch die Ursache tatsächlich ändern. Und das ist das, was Anja mit Balu hier bei uns tatsächlich auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum gelernt hat, das sogenannte Fundament, dass es eine Ruhezone gibt, dass es eine verlässliche Ansprechbarkeit gibt, dass der Mensch geschult wird, wie man sich richtig bewegt, wie man räumlich denkt, wie man mit territorialen oder ich sage jetzt mal Schutzhunden, die halt sehr wachsam sind und aufpassen, wie man generell im Alltag mit denen umgeht. Nicht nur, wenn ein Reiz kommt. Ja, wir haben ihnen beigebracht, wie man sich auch Reizen nähert, wie man lernt, Reize auszuhalten, sodass man auch das Stressmanagement verbessert. Und das ist ganz einfach so, dass man genau daran arbeiten muss. Und wer glaubt, dass das irgendwie mit 2, 3 Einzelstunden oder 2, 3 Monaten Arbeit getan ist, was man vielleicht Monate oder sogar Jahre vorher vergeigt hat, der ist auf dem Holzweg. Das funktioniert so einfach nicht. Was waren eure ersten Aha-Momente bei uns im Coaching? Also eigentlich gleich von Anfang an, also wirklich diese Beobachtungsphase beziehungsweise dann eben dieses Fundament, was ihm gut erklärt wurde, Ruhezone, Aufmerksamkeit, Abbruch, also verstanden habe ich das gleich und habe gedacht, okay, ja super, da wird sich gleich eben zu Hause was verändern. Aber es dauert natürlich eben für uns und für den Hund auch, diese Sachen zu verinnerlichen und wie du immer sagst, das eben auch zu leben. Ja. Was hat sich verändert bzw. verbessert? Ja, es hat sich vieles verbessert. Die Leinenführigkeit ist besser geworden. Wir benutzen zwar einen Halti, aber er geht trotzdem super an der Leine. Er hat wieder durch die Aufmerksamkeit wieder mehr Freilauf, also er darf halt eben an der Schleppleine laufen. Ruhezone, wie gesagt, Abbruch, Aufmerksamkeit, alles hat sich verbessert im Großen und Ganzen. Autos, er kann mal reagieren, aber es ist definitiv viel besser geworden. Tiere wie Schafe, ja, da kann er einfach halt eben doch dran vorbeigehen, größtenteils. Also das ist besser geworden. Wie fühlt es sich jetzt aktuell für euch an? Super, weil, wie gesagt, auch wenn er trotzdem mal noch reagiert, sehe ich eine Veränderung, weiß, dass wir was schaffen können und dass es eben einfach aber auch Zeit braucht. Also Hundetraining funktioniert nicht innerhalb von 2 Wochen oder 3 Monaten. Ja, und es kommt natürlich auch auf die eigene Einstellung an. Würdet ihr uns weiterempfehlen? Und wenn ja, warum? Also definitiv. Also ob jetzt nun jemand hat, ist, der Probleme mit seinem Hund hat oder auch einfach sich einen Welpen ins Haus holt und vielleicht darüber nachdenkt, eben zu einer Hundeschule zu gehen oder einen Welpekurs zu machen, würde ich definitiv sagen, hier, da habt ihr den richtigen Mann, um halt eben schon von Anfang an dem Hund das Richtige beizubringen. Oder wenn eben Probleme sind, da kann euch geholfen werden. Ja, lasst auf jeden Fall für Anja und Balu einen Daumen da. Ja. Erzählt ganz gerne von uns, teilt unseren YouTube-Kanal, lasst einen Kommentar da, wie euch die Geschichte wieder gefallen hat. Und ich finde, ihr seht, auch wenn man in Norwegen lebt, kann man mit uns zusammenarbeiten, kann man effektiv auch Fortschritte machen, weil wir ein wunderbares Konzept haben. www.hundetrainer-stiefkeie.de. Ich freue mich, bis zur nächsten Geschichte. Macht's gut und ciao.